Willkommen zurück, Siedlerfreunde, bei Siedler 1, Mission 10. Yes. Ihr habt es genau richtig gehört, wir sind immer noch hier. Bei der Mission 10 und ich bin immer noch auf der verzweifelten Suche nach Gold. Was denn sonst? Bis jetzt habe ich leider noch nichts ausfindig machen können. Ich hoffe ja, dass mir bald das Glück über den Weg rennt und ich irgendwo ein bisschen was finde. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich finde irgendwo, immer. Außer die Programmierer waren so nett und haben das einfach nicht in die Map mit reingebaut. Dann ist es natürlich elendig. Aber jetzt lassen wir mal den Kopf nicht hängen und hoffen, dass es so weiterläuft. Bis jetzt hat er mich auch noch nicht angegriffen, aber... Ah, gut, Glück gehabt. Schon gedacht, kaum ausgeredet und schon... steht er da. Gebäude besetzt, ja. Wie, was, wo? Ah, Jungs, er hat verloren, nicht ich. Ha. Der wollte sich hier breit machen, hat gedacht, ja, hier, können wir hier ein bisschen, ne? Aber das war wohl nix. Dem kam ich schon zuvor hier. So. Bauen wir hier gerade weiter, schicken gleich mal einen Geologe hierher. Ob es nicht irgendwo ein Krümelchen Gold gibt. Vielleicht zwei. Das interessante Thema Gold. Gebäude besetzt. Oh, jetzt bauen sie aber ganz schön hier. Jetzt geht's aber rund hier. So. Eins, zwölf, vierzehn. Schauen wir mal, dass keine kleinen draußen sind. 15, ein kleiner ist draußen. Ja. Also, das bedeutet, einmal bitte tauschen. Die schlechten rein, die guten raus. So, hier gibt's kräftig Eisen. Aha, der ist voll. Wow. Der auch. Wow, die laufen auf Hochtouren, hä? Da hätten wir gerade Platz nochmal eine bauen. Bin ich mir echt damit überlegen, ob ich das machen soll. Ah ja, da bauen wir gerade nochmal eine Schmelze, wenn die so überfordert sind hier. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. So, und bauen natürlich einmal hier an. Zack. Dann nur einmal im Kreis laufen müssen. So. Kohle haben wir ja genug hier. Schicken wir ja auch nochmal Geologen raus und lassen hier mal das Land abgrasen. Jetzt kann ich auch einmal schicken ohne Ende, hä? Wie sieht's aus mit Fressen? Kriegt ihr? Der kriegt gar nichts hier irgendwie. Was haben wir denn im Lager? 1, 12, 1, 0, 0, 0, 1. Da können wir gerade nochmal eine Schweinefarm irgendwo hinklatschen, hä? So wie es aussieht. Ja, können wir mal. Die liefern die Schweine nämlich schon. Ich habe eine Schlachterei vergessen. Ha! Ups! Scheiße. Oh Mann, ist das peinlich. Dann natürlich gleich mal eine bauen. Und gleich mal hier noch einen Weg rüber, dass die auch gleich das Essen bekommen. Shit. Voll vergessen, eine Schlachterei zu bauen, ey. Unglaublich, aber wahr. Mann, ist das peinlich, ey. Und was findet ihr hier? Außer Eisen. Das
2, 12, 14. Halt, das sind Materialien. 16. Hey, da sind immer noch welche draußen. Boah, die laufen. What? Kohle. Nein, ich brauche keine Kohle, ich brauche Gold. Vielleicht ist auf dem kleinen Hügelchen hier. Wer weiß. Ich habe schon viel erlebt. So. Sind 12, 2. Okay. Da, da, da. Da, 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 da. Ah, es ist eine gechillte Musik. Achso, nochmal auf das Thema zurück. Ich suche ja immer noch ein paar Gastkommentatoren, die mich durch das Spiel begleiten wollen. Wo mit mir reden wollen, wo mir Tipps geben wollen, ist egal, Alter spielt keine Rolle, von 0 bis 100 oder 200, spielt keine Rolle, wie alt ihr seid, spielt keine Rolle auf Geschlecht, das macht mir überhaupt nichts aus, da mache ich keine Unterschiede, das Spiel ist ja sowieso ab 0. Einfach, wenn ihr Bock habt, mal mit mir ein bisschen zu reden, über X-Fire, Skype oder über Steam, mir einfach Bescheid sagen, in die Kommentare schreiben auf meiner Homepage. Facebook, scheißegal, es gibt viele Kontaktmöglichkeiten zu mir. Einfach irgendwas nutzen, mich anschreiben, dann können wir mal einen Termin ausmachen, mal eine Probe sprechen, wegen Mikro und so, Rauschen und Stimme. Und dann könnten wir eigentlich mal starten, dann können wir starten, kein Problem. Einfach mal melden. Alle sind willkommen. Scheißegal, wer. Also ihr seid natürlich nicht scheißegal, aber es spielt keine Rolle, wer. So. Was geht? Kohle. Okay. Ui, der liefert auch. Ah, da wird auch schon kräftig geschmolzen. Finde ich gut. Granit. Granit ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber ich kann mal wieder nicht bauen. Ah, jetzt kann ich. Weil, dann lasse ich nämlich hier ein bisschen Granit abbauen. Können wir brauchen. Oh, Weg. Einmal verbinden. Bitte einmal hier. Sehr gut. So. Kann ich nie wissen, ob mal die Steine ausgehen oder so. Und bei euch läuft's, ja. Gut. Ja. Mach nochmal Geologe raus, bitte. Wir können auch von hierher. Ah, da ist der Baum im Weg, ne? Noch mehr Granit. Ja, wir bauen ja schon. Juhu, wie soll man einen Purzelbaum schlagen? Das finde ich so klasse. Mir gefallen die kleinen Siedler. Ich finde es richtig cool. Bauen die kein Eisen ab? Da oben haben sie Gold. Das ist unglaublich. Die haben hier tatsächlich Gold. So eine Scheiße, verdammt. Ich werde versuchen, das auf jeden Fall zu kriegen. Oh, das ist unfair. Ey, das ist wirklich unfair. Ich habe hier nicht ein Krümel hier unten. Wie gesagt, das sollte ich mir auf jeden Fall irgendwie holen. Mit aller Macht. Aber den werde ich alles entgegensetzen, was ich habe. Ja. Und ich habe langsam genug.
Wenn nur meine Nase nicht immer laufen würde durch die Scheißkrippe immer noch. Warum ich immer noch etwas blackt. So. Kommt Holz. Los, wir müssen uns beeilen. Wir müssen ganz schnell da oben. Ich werde jetzt auch nichts anderes mehr bauen. Drauf gekackt. Da muss ich rankommen an die Minen. Ah, hier möchte ich Minen bauen, besser gesagt. Das ist wichtig. Das ist sowas von wichtig. Dann mache ich ein Blatt. Wenn mir das gelingen sollte, mache ich ihn auf jeden Fall Blatt. Kohle, Kohle, Kohle. Der wird hier auch versorgt. Geht eigentlich das Eisen gleich rüber oder wie machen sie es? Na, ich denke, die holen es hier gleich ab. Ja, das ist gut. Dann wird es gleich weiterverarbeitet und erst gar nicht eingelagert. So, bitte bringt. Ja, haben sie gebracht, das Holz. Da kommt noch der Geologe angelaufen. Jetzt muss ich ein bisschen. Das ist so eine kleine Zipfel da oben. Boah. Da muss ich hin, da muss ich unbedingt hin. Kombo schneller. Also hier wird jetzt nichts anderes mehr gebaut, außer Erweiterungshütten. Na? So ein kleiner Dreckslacker, dass der das da drüben hat. Ey, das ist doch wirklich sowas von unglaublich. Wieso schickt ihr wieder die dummen Soldaten raus? Ich will doch... Alter, ich will keine Gefreiten. Wie oft neige ich noch? Ich hab's doch hier extra eingestellt, nur tauschen, alles raus. Und, boah, das ist noch ein langer Weg bis da hoch. Vielleicht kann ich ja auch das angreifen. Ne, das ist zu weit, glaube ich. Ah, ich könnte aber von hier aus gehen. Guck mal, das ist näher. Das ist näher hier. Natürlich. Mein Gott, bin ich doof. Ich kann ja von hier oben aus gehen. So rüber mich durchschlängeln hier. Und hier kann ich mich auch durchschlängeln irgendwie bestimmt. Ich muss es einfach irgendwie probieren. Die müssen hier sowieso noch gesichert werden irgendwie. Dass sie mir nicht zu nahe kommen. So, das war fertiggestellt. Jetzt kommen hier schon die Soldaten. Ich mache jetzt sowieso gerade einen Austausch hier. Ja, bringt bloß nichts. Scheiße. Ja, ist wurscht. Ich gehe jetzt von beiden Seiten hier irgendwie... Ah! Die Penner, die machen dicht. Oh Mann, ey. Das muss ich gleich abreißen, dann das Zeug hier, wenn sie da irgendwas... Also von hier wird es auch schwierig, ne? Ich kann nicht mal angreifen hier. Also jetzt kann ich eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Aber eins müsst ihr mir lassen, das mit Waffen habe ich in den Griff gekriegt, ne? Also so mit Rekruten, das läuft besser. Also es gibt keinen so einen Mangel mehr, das ist eigentlich das immer das Erste, um was ich mich kümmere. Oh, da könnte ich eigentlich dann später noch Dings bauen, nochmal ein bisschen Eisen. Obwohl, hier kommt ja genügend. Ey, das ist echt fies, ey, dass die das jetzt hier haben. Guckt euch das an! Das gibt's ja nicht. Boah.
Aber ich schicke schon alles raus. Das hole ich mir, das hole ich mir. Das muss auf jeden Fall in meinen Besitz kommen. Die einzigsten Krümel Gold. Da darf der nicht einmal was abbauen. Das muss ich mir unbedingt gleich mal unter den Nagel reißen. Bringt die Waffen, Leute. Ich muss bald mal angreifen hier. Ja, der kriegt auch kein Baumaterial, fällt mir gerade auf. Das ist auch schon eine Weile auf dem Trocknen, ne? Eieiei. Mensch, Leute. Leute, 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 Leute. Lauft ihr darüber? Zum Gebäude besetzen oder wohin rennt ihr? Hm. So. Statistik aus. Er ist runtergegangen, ich bin hochgegangen. Im Allgemeinen. Der hat mehr Land. Der hat mehr ich habe mehr Gebäude. Der hat mehr Land. Ich habe aber die stärkere Militär. Land allein ist nicht alles, mein Freund. Das wirst du aber noch merken. Den hole ich mir nämlich, weil hier... Oh, der hat nicht mal richtig geschützt. Dem gehen die Soldaten aus. Der hat nicht mal alles besetzt. Weil er zu doof ist zum Bauen. Der hat echt einen chaotischen Stil. Zieht euch das mal rein. Der sorgt sich nicht um... Ey, der kriegt gar kein Eisen. Ich könnte den jetzt voll unter Druck setzen. Aber total... So, der wird besetzt. Dann kann ich gleich weiterbauen. Okay. Ah, aha. Besetzt. Und wir gehen gleich hoch. Mich nicht ganz ranbauen hier. Im Fall, dass es hier auch Gold geben könnte. Und mal Geologe her, bitte. Einmal hier aufgraben. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier Schluss an dem Part. Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten. Dranbleiben.